Ja, Freunde, willkommen bei einem neuen Let's Play von mir. Es wurde relativ oft in die Kommentare geschrieben, ich soll mal unbedingt Black Rose spielen. Das ist ein Horrorspiel und da man Horrorspiele mit Facecam spielt, habe ich mir gedacht, komm, die Frisur sitzt zwar scheiße, aber wir machen mal heute ein Spiel mit Facecam und legen mal los. Drücken wir mal Start. Bin ganz gespannt, ich habe das Spiel einmal angemacht, nur um zu gucken, ob es funktioniert. So, attention, this game contains flat... Okay, da war ich ein bisschen zu spät und zu langsam. So, gucken wir mal nach Settings. Alles klar. Ich habe jetzt zwar keins Mono. Okay, 5.1 haben wir natürlich nicht, weil, ja, dann würdet ihr das alles hören durchs Mikrofon. Das macht ja natürlich keinen Sinn. How to play? Okay, ich denke, wir kriegen das Sinn. Wir legen einfach los. Play und Story Mode, Time Mode. Nee, komm, wir machen mal Story Mode. Bin mal gespannt, ey. Scheiße, ey. Ich habe einmal ein Horrorspiel gespielt, bevor ich das kurz hier anfange. Das war Five Nights at Freddy 2, glaube ich, ohne Facecam. Ey, ich habe mir so in die Hosen gemacht, ne? Boah. Unnormal. So, was haben wir hier? Taschenlampe? Haben wir irgendwie was anderes? Inventar oder sowas? Nö, wenn ich dann Tab drücke. Okay. Dann los geht's. Ich hasse diese Spiele, ne? Alles so langsam. Hallo? Zahlencode brauchen wir hier. Wie können wir denn hier? Okay, mit Controller kann ich auch spielen, merke ich gerade. Ich habe jetzt gerade den Controller in der Hand. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Legen wir den mal wieder weg. So. Okay, da dürfen nur... ja, das Shit kennt ihr doch jeder hier. Darf nur das Personal rein und wir haben keinen Code. Also müssen wir mal zurückgehen. Vielleicht kriegen wir irgendwo mal den Code später. Ach, die Geräusche sind ja auch schon schlimm. Guck mal. Okay, hier können wir auch nicht rein. Was sind das denn? Was ist das für ein Horrorspiel? Keine Tür geht auf, ey. Ah, wir können auch laufen. Ah, wenn wir Shift drücken, können wir laufen. Wow. Zu. Unter der Treppe vielleicht irgendwas? Voll creepy, ey. Dieses blöde Taschenlicht. Das ist doch nicht so schön. Wow. Is someone else here? Is someone else here? Also ist da jemand? Da hat irgendjemand gelacht auf jeden Fall, ne? Family Room. Gehen wir mal rein. Okay, das Tor, sag ich schon, die Tür ist ziemlich ramponiert, also können wir da nicht rein. Falls ich das jetzt richtig verstanden habe. Da geht die Tür auf. Okay. Kann man reinspazieren. Die Räume sind irgendwie alle leer, ne? Hinter der Tür ist auch niemand. Wir lassen beim besten einfach die Türen offen. Dann wissen wir auf jeden Fall. Und geht die Tür durch uns durch, ja? Okay, das ist das Treppenhaus hier, glaube ich, wo wir hier unten waren. Da hätten wir hochgekonnt. Okay. Gut. Oder doch, das war das Treppenhaus. Wir sind nämlich da vorhin durch diese eine Tür durchgegangen. Ja, genau. Und dann sind wir da die andere Treppe hochgegangen. Scheiße. Eigentlich mag ich ja keine englischen Spiele, aber ich denke mal, hier haben wir eh nicht viel zu palabern oder zu lesen. Doch, da war hier dieser eine Weg hier runter. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal hier oben. Nee, Englisch spielen mag ich nicht, weil ich nur Schulenglisch beherrsche. Und wie ihr wisst, lernen wir heutzutage nichts in der Schule. Deswegen ist es relativ schlecht. Was ist das hier? Was says not to go near Merton's Coffin? Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Ich werde jetzt nichts übersetzen. Okay, hier kommen wir nicht runter. Können wir laufen? Ja, komm, wir laufen ein bisschen. So ein bisschen ein paar Geräusche. Oh, ich dachte, es ist einer hinter mir. Okay. Press and hold space.
Ah, okay. Wir können jetzt bis die Tür aufbrechen. Okay. Score 0. Kriegen wir hier noch einen Score oder was? Warum sieht man jetzt meine Maus, Freunde? Vorhin hat man die doch nicht. Aha, komm, nehmen wir mal das Babymonitor-Gedöns. Jetzt sieht man die Maus nicht mehr. Aha. Ich will das Babymonitor eigentlich nicht mitnehmen. Weil das ist so... Da kommen bestimmt so komische Geräusche raus. Und so. Will ich nicht. Ich will das einfach nicht. Ich will das nicht. Komm, hier sind wir fertig. Kommen wir mal zurück. Ich weiß nicht, ob das... ich glaube, der hat gesagt, help downstairs. Also, hilf mir. Treppen runter quasi. So blöd übersetzt. Ne? Scheiße, wir müssen da hin, ich hab schon Gänsehaut am Körper. Nein. Kapelle. Hm? So, Gott sei Dank. Vielleicht können wir es ja mal. Ne, kriegen wir auch nicht. Kriegen wir also scheint nur die Türen offen, die auch offen gemacht werden wollen, quasi, ne? Diese blöde Taschenlampe. Ich hasse so Spiele. Warum spiele ich das überhaupt, ey? Ich bin ja ein richtiger Schisshase, ne, was das angeht. Oh nein, nicht in den Keller, bitte nicht. Nein! Oh ne, nein, kein Keller. Fuck you, ey. Ich muss runter, ey. Die Tür geht bestimmt hinter uns zu, ey. Noch offen. Boah, so Spiele sind doch richtig dreckig, ey. Warum machen die Leute so Spiele, wo die Leute sich erschrecken? Warum, Leute? Sagt mir das mal. Ich habe mich zwar noch nicht erschrocken, aber ich glaube nicht, dass ich weit weg bin. Erstmal schlucken. Fuck you, ey. Okay, von da kommen wir von rechts. Von da kommen wir doch, ne? Glaube ich. Ne, von hier kommen wir. What the fuck, ey? Ich hab mich schon voll verlaufen in diesem kleinen Keller hier. Das sieht aus wie ein Bunker, ey. Das ist doch kein Keller. Noch ein Blatt. Her eyes don't look her in her eyes. Oh Gott. Warum ist hier... Nein! Nein! Der kann doch nicht gar nicht gesprochen haben. In seinem Walkie-Talkie-Gedöns, da Babyphone. Nein, nein! Der liegt doch nicht hier drin, Freunde. Nein, bitte nicht. There's another Benny Bone down here. Okay, irgendwas fühlt sich echt ein bisschen falsch an. Wie ist der denn? Okay, nehmen wir das Ding mal. Können wir das Ding mitnehmen? Das Ding können wir auch nicht aufmachen. Scheiße. Hätte der das rausgekommen? Aber hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Können wir das echt nicht aufmachen? Kontrollieren mal eben. Kontrolliere, kontrolliere. Was ist da, warte mal, was hängt da raus? Was hängt denn da raus? Oder ist das ein Grafikfehler? Was ist das? Babyfunk können wir nicht mitnehmen. Okay. Von mir aus gehen wir wieder hoch. Oben fühle ich mich auf jeden Fall eh ein bisschen sicherer. Hä? Hä, hey, Moment mal. Ich bin auch irgendwie ein bisschen verrückt geworden, glaube ich. Ich bin doch verrückt, oder? Oder spielt das Spiel mir irgendwelche Streiche, dass ich irgendwie falsch laufe die ganze Zeit oder im Kreis rumlaufe? Kann das sein? Nee, okay.
Hier geht's doch... Nein, 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 hier geht's nicht raus. Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Freunde, es geht nicht hier raus. Oh, nee, 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 ich will hier raus. Ich krieg Platzangst. Nein! Nein, hier nicht her! Hier, 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 genau. Genau, ja. Nein, 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 das ist auch falsch. Hierher. Ja. Das wäre, wisst ihr, was schlimm wäre, wenn die Tür jetzt einfach zugehen würde. Boah, ich würde mir so in die Hosen machen, ne? Boah. Was ist mit der Taschenlampe los, oder was? Die war doch noch ganz gerade. Nein, 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 nein. Weg hier. Wie, die Tür ist zu? Zu, mach die Tür zu, Junge. Oh. Oh. Fuck you. Schnell weg hier, weg. Fuck, fuck, fuck you, fuck you. Weg, 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 weg. Wie kommen wir hier weg, ey? Die Tür ist offen, die haben wir aufgebrochen. Wo können wir hier weg? Wo kommen wir hin? Wo können wir... Oh, scheiße, scheiße, Leute, scheiße. Hier waren wir doch schon, ey. Ich will nicht wieder in den Keller rein. Das war doch zu hier, ne? Die Kapelle. Nein. Nein, die war doch zu vorhin, Freunde. Oh! Leck mich am Arsch, ey. Wie kann man der denn entkommen, ey? Boah, heftig, ey. Ich geh kaputt, ey. Nee. Wie kann man der entkommen? Schreibt in die Kommentare, bitte. Ey, schreibt in die Kommentare, bitte, wie ich da abkommen kann, ey. Scheiße. Und dann könnte ich auf jeden Fall gerne nochmal eine Runde spielen, ey, von Backrows. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Danke. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jopik oder Cortana.